Hallo zu einem neuen Video mit dem Thema Basecamp. Ich zeige euch, wie man eine bestehende Route importiert und diese dann an die eigenen Einstellungen anpasst. Ich nutze hier die Mac-Version von Basecamp und habe einen Listenordner 02 Februar und eine Liste 03/02/18 angelegt. Links unten neben meinem Basecamp seht ihr eine fertige GPX-Datei, die ist von Uwe. Bei der Mac-Version von Basecamp wird sie automatisch durch einen Doppelklick in die angewählte Liste importiert. Rechtsklick auf die Route, Track aus Route erstellen und dann einfach die Farbe des Tracks in grün ändern. Ich wähle die ursprüngliche Route aus und mit einem Doppelklick öffne ich die Listenansicht, ändere die Farbe in Rot und lasse die Route neu berechnen. Meine Einstellungen sorgen dafür, dass sie an einigen Stellen von dem grünen Track abweicht. Jetzt klicke ich die rote Route an und ziehe sie auf den grün dargestellten Track. Das ist an der einen oder anderen Stelle ein wenig knifflig, weil meine Einstellungen verhindern, dass die vorgeplanten Straßen des Tourerstellers von meinem Basecamp übernommen werden. Also muss ich hier und da ein bisschen tricksen und immer weiterarbeiten, sodass die Route dann irgendwann endlich auf dem grünen Track liegt. Das macht ihr einfach so lange, bis jede Abweichung aus der Routenplanung ausgemerzt ist und sie hundertprozentig mit dem vorgeplanten Track übereinstimmt. Ganz zum Schluss schaut man sich die neu angelegten Wegpunkte in der Route an, nimmt den Alarm raus und schon hat man Shaping Points. Durch diese hinzugefügten Shaping Points kann man dann diese neue Route an alle möglichen Leute weiterschicken und die Navis können anhand der Shaping Points, die abgefahren werden müssen, eigentlich nicht mehr von der Route doll abweichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, wenn es so war. Bis dann.